Bisschen daher, gell? Ja, was denn los? Spürst du das auch? Was? Das, was in der Luft liegt. Gülle. Nee. Doch, Bauer Hinag ist wieder mit seinem Gülleträger unterwegs. Das rieche ich doch bis hier. Ich meine, die Weihnachtsstimmung. Die Weihnachtsstimmung? Spürst du das denn nicht? Morianne, bis Weihnachten ist noch 5 Wochen. Was? Nur noch 5 Wochen? Ja, habe ich auch gerade gedacht. Ich habe noch gar keine Geschenke. Also, das dauert noch ein bisschen. Nur noch 5 Wochen? Das sind 10 Mark. Nun beruhig dich mal. Heute Morgen, ich mache Radio Sisebi an, höre ich das erste Mal ein Weihnachtslied. Das ist nicht deren Ernst. Das ist doch schön. Was haben die denn gespielt? Das eine hier. Was? Für Maria oder was? Das von Whitney Houston. Ach, hier. Aller Wunder Christmas is you. Das müsste verboten werden. Wieso? Gestern hatten wir noch 25 Grad. Ich hab dir gesagt, du sollst das Außenthermometer weiter von deinem Schornstein wegnehmen. Wir hatten 25 Grad, Morianne. Nee. Da kannst du doch nicht schon Whitney Houston spielen. Ich glaub, das ist von Taylor Swift. Quatsch, die hat in der Weihnachtsbäckerei gemacht. Gestern haben die hier auf dem Marktplatz ja auch schon Tannenbaum aufgestellt. Was? Haben sie aufgestellt? Jetzt schon? Ja. Die sind doch bescheuert. Wieso? Ja, rechne mal. Was? Bis Weihnachten sind das noch 5 Wochen. Ja. So ein Zyklus von Tannenbaum beträgt 4 Wochen. Ist das so? Bedeutet, pünktlich zu Weihnachten hat er keine Nadeln mehr. Oh. Ja. Woher weißt du das? Ich hab mal, 97 habe ich mal in der Tannenbaumindustrie gearbeitet. Welcher Fachbereich? Nadeln. Ist ja spannend. Viel zu früh alles. Fisch nicht. Ende August. Was da? Mein Außenthermometer zeigt 47 Grad an. Das ist doch Lügenpresse. Gehe ich zu Hedwig Müller in den Supermarkt. Und was sehe ich da? Eine Kasse? Spekulatie. Was? Spekulatie. Was ist das? Na, dieses. So ein Weihnachtskeks. Musst du doch nicht kaufen. Ende August den Leuten geht das doch wohl zu gut. Ich freue mich so doll auf Weihnachten. Das wird genauso schlimm wie 2020. Was war da denn schlimm? Weißt du das nicht mehr? Ich weiß nur noch, dass mein Hund Ferkel unter den Tannenbaum gekotet hat. Das wird wieder Beschränkungen geben, Morianne. Nur der eigene Haushalt plus 3 weitere Leute mit engstem Familienkreis und Kinder unter 14, aber nur wenn sie getauft sind. So was wird das werden. Blödsinn. Guck dir doch die hohen Zahlen mal an. Da wird selbst die Einschaltquote von Wetten, dass neidisch. Das wird trotzdem schön. Ja, sehr schön, wenn man den Menschen, den man liebt, sagen muss, ihr dürft kommen, ja, aber ihr dürft leider nicht kommen. Aber gibt's denn gar nichts, wo du so sagst, so Weihnachten, da freue ich mich auch mal drauf. Doch, die Zeit zwischen den Tagen, das ist die beste Zeit des Jahres. Die heilige Zeit mit der Familie. Nee, da ist mein Mann immer mit seinen Jungs eine Woche in Norwegen angeln. Und dann bist du ganz alleine. Nee, ich hab doch mein Eierlikör. Du Arme. Ich ziehe in der Woche gerne bei dir. Marianne, ich muss, mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Spaghetti mit Putenbrust. Kann ich nicht. Aber das ist doch einfach nur Spaghetti, lecker. Die wie kann man Spaghetti immer in meinem mit Putenbrust, wie kann man das nicht mögen? Das verstehe ich einfach nicht. Krieg ich Bindehautentzündung von. Ja, dann gute Besserung. Dir auch. Muckdad. Muckdad.